Servus Leute, hier ist euer Haxenbayer. Viele Leute haben mich gefragt, wie handelst du eigentlich, wo hast du so viele Münzen her? Ich kann nur sagen, ich handle nicht so viel, wie viele von euch denken. Also ich habe so eine gute Mischung aus Microsoft Points, Handeln und Spielen. Dennoch habe ich natürlich auch ein paar Handelvarianten für euch parat. Ich fange einfach mal mit der sogenannten, also ich nenne sie so Goldspieler-Variante an. Ihr geht ins Auktionshaus, Level Gold, der Rest ist egal und Mindestpreis 500, Höchstpreis 550 und drückt auf Suchen. Dann interessieren uns nur die leuchtend goldenen Karten. Manchmal müsst ihr etwas länger suchen, manchmal nicht. In unserem Fall haben wir jetzt ein bisschen Glück. Ich biete auf ihn 550, weil er unter 77 ist. Das ist auch nochmal kurz vorweg. Leuchtende Goldspieler bis zu 77, maximal 550 bieten. Alles drüber maximal 600 bieten. Der Grund ist einfach, 77er Aufwärtsspieler sind im Schnellverkauf 640 und manchmal ein bisschen mehr wert. Und 77er sind dann hingegen nur 600 wert im Schnellverkauf. Hier haben wir dann wieder einen Goldspieler 550 geboten. Also ihr seht, jetzt häufen sich langsam die Spieler. Janko ist der größte Witzstürmer im Spiel mit 38 Tempo. Ich muss immer lachen über ihn, aber egal, 550 bieten wir. Und suchen jetzt noch ein klein bisschen weiter. Manchmal hat man Glück und es sind 10 bis 15 Seiten voller leuchtender Goldspieler. Manchmal hat man eben das Pech, wie ich jetzt, dass man nur so wenig findet. Aber ich glaube, das ist einfach tageszeitabhängig. Und ja, soweit so gut. Ihr wisst ja jetzt Bescheid. Jetzt schauen wir uns nochmal die Beobachtenliste an. Ich habe vorher schon noch ein paar reingetan. Da haben wir ihn hier, haben wir jetzt, glaube ich, gleich ersteigert. Bei ihm hat es nicht gereicht, deswegen hauen wir ihn weg. Also ihr werdet definitiv auch des Öfteren überboten, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, dass man für 550 bis 600 da Spieler kriegt. Und alles, was ich jetzt machen werde, ich bin mir sicher, dass Kellström, den habe ich übrigens auch für 600 bekommen, deutlich mehr wert sein wird als 600. Deswegen unser Ziel ist es, ihn für teurer wieder reinzustellen. 600 gekauft, ich mache ihn für 850 Sofortkauf rein. Und so müsst ihr das quasi bei jedem Goldspieler machen. Einfach etwas höher reinstellen. Diarra, keine Ahnung, 550 habe ich bezahlt. Dann machen wir doch 800, weil er so schnell ist. Mehr denke ich nicht, weil er nur 75er Bewertung hat. Und beim Rest werdet ihr dann sehen, ob ich sie bekommen habe, und werde mich dann gleich wieder bei euch melden. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück. Wie ihr sehen könnt, wir haben Janko, wir haben sogar Jovetic für 600, wir haben Schwarzer für 600, wir haben Ledley King für 600 und Astori für 600 ergattert. Ich werde sie jetzt reinstellen. Für, also Janko, glaube ich, geht nicht deutlich mehr wert weg. 750, mehr glaube ich ist er nicht wert. 750, genau. Bei Jovetic glaube ich, war es ganz gut, dass wir den für 600 bekommen haben, weil ich denke mal, der ist so 900 wert, also knappe 300 Münzen Gewinn. Gute Formation hat er auch, bloß, ja gut, MS gibt es dort nicht, schade. So, dann hauen wir noch den Astori rein. Den haben wir auch für 600 bekommen. Den haue ich für 800 rein. Schwarzer. Da machen wir 850. Und dann haben wir noch King. Den hauen wir mal für 900 rein. Nein, 850.
Okay, und ich melde mich wieder, wenn sie verkauft sind. Bis gleich. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Wie ihr sehen könnt, haben wir Jovetic für 800 wegbekommen, King für 850 sogar, Källström 850, 800 Ranocchia, Astori 800 und Janko ging leider nur für 700 weg. Ich habe euch ja bereits gesagt, dass dieser Spieler sehr, sehr schlecht ist. Wer noch nicht weggegangen ist, ist Diarra, den habe ich jetzt momentan für 700 drin und Schwarzer für 750, wird aber definitiv früher oder später weggehen. Manchmal müsst ihr es einfach bloß öfter probieren. Und das ist alles, was bei dieser Methode wichtig ist. Ich fasse nochmal kurz für euch zusammen. Also Level Gold ist klar. Dann 500 Mindestpreis und 600. Oh. 500 Mindestpreis und 600. Ach, was rede ich jetzt? 550 Höchstpreis. Und dann suchen und nach leuchtenden Goldspielern suchen. Manchmal geht es schneller, manchmal langsamer. Aber im Großen und Ganzen habt ihr die Methode von mir jetzt erfahren. Es gibt noch zwei, drei andere Methoden, die ich benutze. Die werde ich euch in anderen Videos vorstellen. Bis dahin könnt ihr mit dieser Methode locker gut Geld verdienen. Man kann um die 5000 Münzen Gewinn pro Tag machen. Wenn man natürlich länger dran bleibt, kann man auch mehr Gewinn machen. Das liegt dann an euch. Ja, ideal für Spieler, die noch nicht so viele Münzen haben. Ich sag mal ab 5000 Münzen ist diese Methode hier am effektivsten. Alles darunter ist sehr, sehr zeitaufwendig. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hat euch geholfen, hoffentlich. Eure Meinung interessiert mich natürlich sehr, wie immer. Unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit dieser Methode und freut euch auf die nächsten Videos. Wie gesagt, es werden noch weitere Handel-Videos kommen. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, euer Haxenbayer.